So, hier wird noch ein bisschen getankt. Diese Fahrzeuge fahren fast mit allen Kraftstoffen auf diesem Planet. Egal ob Diesel, Benzin, Ethanol, Propanol oder auch Wodka pur. Hauptsache, sie bekommen irgendwas Hochprozentiges, was sie denn letztendlich hier verbrennen können, verehrte Zuschauer. So, und so sieht hier das Transportfahrzeug aus. Da werden die Formel 1 Wagen dann nach dem Rennen wieder nach Hause kutschiert. Da springt der erste V8 wieder an und macht sich bereit für die Rennbahn. Die anderen Fahrer, die sind noch nicht ganz aufgewacht und schrauben hier noch so ein bisschen an ihren Feuermühlen herum. Ich hoffe, sie wissen, was sie tun. Da haben wir einen alten Beatle. Ich glaube, das ist ein Kumpel von Paul McCartney oder John Lennon. Zumindest sieht er optisch so aus. Hat auch einen richtig guten Pornobalken. Genau so stellt man sich einen Rennfahrer vor. Und hier qualmt es noch im Karton. Hier herrschen Temperaturen wie in der Hölle. Und hier sieht man nochmal einen schönen Blick auf diesen V8 Small Block mit ungefähr 700 bis 750 PS. Wieder einmal gehen wir hier durch die engen Gassen der LKW-Launch und hier steigt natürlich der nächste Fahrer ein. Ganz filigran, wie ein Bodenturner bei den Olympischen Spielen. Und da kriegt er noch eine letzte Anweisung von seinem Chef. Er möge auch links fahren, wir sind schließlich in England. Ansonsten kracht es hier gleich richtig. So, und jetzt hören wir natürlich wieder die Motoren aufholen, die bekannten V8 Motoren, die uns doch wirklich das Blut in den Adern gefrieren lassen, der verehrte Zuschauer. Ja. Ja, stellen dich die Fahrer noch einmal einzeln vor. Das sind die Protagonisten, die uns jetzt beim Finale hier einen heißen Kampf. Des Abends. Ich glaube, er ist eine gute Konkurrenz zum Weltmeister, zu Andrew Smith. Das hat er heute Abend eindrucksvoll bewiesen. Und genau das sagt er auch gerade. Er fordert hier den Weltmeister offiziell heraus für das nächste Rennen. Und schon bald findet die Weltmeisterschaft in Northampton statt. Und zwar im September. So, da ist er nochmal, Tom Harris. Herzlichen Glückwunsch und alles Gute von Holidays for Runaways. Ja, da kommt der Sieger des Abends, Tom Harris, der hier entweder einen Motor von McLaren hat oder einfach nur Werbung macht. Da ist er, der Sieger von heute Abend. Also noch einmal herzlichen Glückwunsch. Ja, und was macht er? Sofort sein Auto
zerlegen, verpacken und dann geht's ab nach Hause von Fernseher. Erstmal Tüte Chips aufmachen und ein leckeres Bierchen trinken. Verehrte Zuschauer, hier sind wir mit dem Sieger des Abends, mit Tom Harris aus England. Und noch einmal hier, Gratulation von Holidays for Runaways. Congratulations. My name is Pete Medeed from Holidays for Runaways. And we had two great victories tonight. We have seen great races. And we say all the best from Germany. Yeah. Tom, I have a question. You say you have a size McLaren. It says McLaren. Wenn Sie einmal hier rumkommen, Kamera vor. Do you have an engine of McLaren or is it? Paint. Ah, okay, it's just paint. Paint, just paint. I can't afford a McLaren engine. Ah, okay, also er hat ich hier ein F1-Fahrzeug, kein McLaren, aber es ist ein V8, it's a V8, yeah? Yeah, small and block. Chevy. A small block and a Chevy. And how many horsepower is it? 650. Okay, also 650 PS, das ist schon eine ganze Menge. Und hier, das ist der Pokal, der gewonnen hat. This is the cup you win tonight? Yeah, the final cup, yeah. Yeah, that's from the final, also das ist der Cup, den er heute Abend entgegennehmen durfte. Und es war eine große Ehre, it's a great honor for us to make a short interview with you for Holidays for Runaways. Und wir wünschen alles Gute, we wish all the best for you for the future and hope to see you soon back when we come to England. All the best. Thank you very much. Take care. Thank you. Okay, bye. Cheers. Yeah. Also liebe Zuschauer, bleiben Sie dran, das war das Interview mit unserem Sieger und wir werden natürlich auch noch alle anderen Fahrer vor die Linse kriegen. Bleiben Sie dran, es bleibt spannend. Pete Bandit und Holidays for Runaways. Zur Rennstrecke und zwar kurz vorm allerletzten Rennen des Abends. Hier ist nochmal Stocker F1, natürlich die Königsklasse, die alle Leute sehen wollen, denn hier geht es richtig ab und hier unterhalten sich auch nochmal die Fahrer kurz vor dem Rennen. Das sind natürlich faire Sportsleute, wie man sie aus dem Fernsehen. Die Fahrzeuge bilden hier natürlich nochmal eine Gasse kurz vor der Einfahrt in die Arena und das Schöne ist, man kommt hier so nah an die Fahrzeuge und an die Fahrer heran, wie sonst nirgendwo im Motorsport. Diese Leute, die haben hier keine Star-Allüren. Hier macht es richtig Spaß zuzuschauen. Hier macht es auch Spaß, mit den Fahrern in Kontakt zu treten. Und hier macht es Spaß, sich die Karren mal richtig aus der Nähe anzuschauen. Und das werden wir jetzt nochmal machen und den Rest des Abends hier in Ipswich genießen. Wir müssen uns natürlich auch gleich verabschieden, denn es ist wirklich tatsächlich das letzte Rennen. Und sagen schon einmal Goodbye für heute Abend. Morgen melden wir uns nochmal hier aus England und machen nochmal eine kleine Rundreise durch die Insel. Von daher wünsche ich jetzt schon mal einen schönen Abend nach Deutschland und God save the Queen. So, und hier stehen wir vor der Nummer 105 und zwar ist das Chris Bonner, sehe ich gerade. Hello Chris. How are you, Hans? Hey, my name is Pete Bandit from Germany. Hiya. Just want to say hello and wish you good luck for the race. It's a final race tonight, yeah? No, it's not the final tonight. Yeah, but it's the last race. The last race, Stocker F1. Yeah, great. Yeah. I have a question. Since how long do you drive Stocker Formula 1? About a year, so. Okay, also 8 Jahre fährt er dieses Geschoss schon und das ist eine ganze Menge. And did you been at the final World Cup in Coventry last September? I was there, yes. Yeah? Okay. Er war natürlich auch beim World Cup Final in Coventry letztes Jahr im September und darüber haben wir natürlich von Holidays for Runaways auch berichtet. What is the maximum speed you have with this car? Depending on the track really. Yeah. Different tracks, we change the gear ratios for the track. Coventry probably about 70 miles an hour. Probably a bit more on here. Even more, so. Ah, okay. Ja. Also ich habe gerade gefragt, wie schnell diese Fahrzeuge fahren. Er sagt, das kommt natürlich immer auf die Strecke an, ob es eine Aschenbahn ist, eine Schlammbahn oder wie hier eine asphaltierte, also in Coventry 70 bis 75 Meilen, hier ein bisschen mehr und in Wembley natürlich noch mehr. Da fahren sie bis zu 90 Meilen die Stunde. Das ist eine Menge, das sind glaube ich 150, 160 km/h und das auf einer ganz kurzen Strecke. Okay, thanks a lot for the interview. I wish you good luck. And hope to see you soon back in England. Okay, take care. Bye. So, tschüss nach England. Und wir verabschieden uns jetzt auch und gehen wieder rein auf die Tribüne.
Also liebe Zuschauer, wir wünschen noch einen schönen Abend nach Deutschland und da gibt es noch einen Burnout und sagen gute Nacht aus Ipswich, gute Nacht